Also Respekt für mich bedeutet offener und ehrlicher, vor allen Dingen freundschaftlicher Umgang miteinander, aber auch Anerkennung und Toleranz. Das ist für mich einfach die Positionierung zu einer bestimmten Sache oder zu einer Person. Ja, das ist für mich Respekt. Also wie es in anderen Betrieben aussieht, kann ich nicht sagen. Für meinen Betrieb kann ich sagen, dass sowas hier nicht geduldet wird. Also da schreiten wir gleich ein und unterbinden sowas sofort. Also ich kenne nicht, dass jemand diskriminiert wurde. Das kenne ich nicht. Wäre auch ein bisschen sehr doof. Ich sage mal, wir sind ein Betrieb. ArcelorMittal ist ein weltweit großes Stahlunternehmen. Also wenn du hier Diskriminierung hättest, ich glaube, das würde sich nicht gut machen. Ja, oder Fremdenfeindlichkeit, gar nicht dran zu denken. Wir liefern nach Osteuropa, also sowas würde gar nicht geduldet werden hier. Ich kenne sowas nicht. Also ich kenne nicht, dass jemand diskriminiert wurde. Kann ich nicht sagen. Kann ich wirklich nicht sagen. Also Sexismus, sicherlich gab es hier auch mal den einen oder anderen Versuch, aber diese Kollegen landen dann vor dem Ordnungsausschuss. Da wird sofort geahndet und unser Unternehmen, ja, wie soll ich sagen, wir haben ja diese Charta der Vielfalt unterschrieben. Das heißt, wir pflegen eine Unternehmenskultur der Wertschätzung und Toleranz jedes Einzelnen. Also für mich konkret ist immer, man muss sich erstens mal als Betrieb dazu positionieren, man muss eine Meinung dazu haben und muss sagen, sowas wird bei uns generell nicht geduldet und wenn sowas auftritt, wird es eben geahndet und dann finde ich, ist es auch in Ordnung und kommt auch gar nicht erst auf. Also es gibt bei ECO einen Ehrenkodex, da werden auch alle Kollegen, sag mal, geschult ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber die werden dazu unterrichtet. Und in diesem Ehrenkodex stehen solche Sachen zum Beispiel auch drin, dass es hier nicht geduldet wird. Keine Fremdenfeindlichkeit, kein Sexismus, alles sowas. Also Elternhaus und Schule, finde ich, sind unzertrennlicher Bestandteil. Denn wenn nicht gerade zu Hause oder in der Schule, wenn nicht dort, wo lernt man denn freundschaftlich, ehrlich und offen miteinander umzugehen? In der Schule finde ich das beispielsweise, du hast viele über den Tag, die sind manche 6-7 Stunden am Stück in der Klasse. Ja, sicher, da musst du doch ehrlich und offen sein, da kannst du doch nicht irgendwie jemanden jetzt ausgrenzen oder so, ist da fürchterlich. Also ich finde, das gehört einfach unzertrennlich zueinander. Ja, Elternhaus ist für mich genauso wichtig. Also ich finde, wenn du im Elternhaus bestimmte Themen nicht ansprichst, wissen die Kinder damit auch nicht umzugehen. Also es ist schon wichtig, dass man gewisse Sachen zu Hause auch diskutiert, ja. Ich wundere mich immer, wenn Delegationen bei uns im Unternehmen sind und die jetzt durch die Hallen gehen, die staunen immer über diesen hohen Frauenanteil, den wir haben. Unsere Frauen sind an den Anlagen beschäftigt, sind Anlagenfahrerinnen, sind manchmal auch Instandhalter. Sowas haben wir auch. Also es ist sicherlich nicht so einfach, aber da wird halt eine Lösung gefunden. Und fahren Kran. Und man muss sich immer wundern, wenn die Besucher denn so gucken. Und man freut sich innerlich. Also es ist für mich eigentlich eine Befriedigung zu sehen, was für uns selbstverständlich ist, diese Frauenarbeit, die respektieren das, dass die Frauen die gleichen Arbeiten machen. Ich meine, Kranfahren ist in den alten Bundesländern sicherlich eher eine Männerdomäne. Und wenn man bei uns durch die Hallen geht, ist es, ich würde sagen, 50-50.